Hallihallo, meine Lieben. Es ist soweit. Der Monat August ist vorbei. Unglaublich, ne? Es ist unglaublich. Der Sommer fliegt nur so vorbei. Und ihr wisst, was das bedeutet. Wir schauen uns an, was diesen Monat alles so um meine Duftlampe wandern durfte, was ich aufgebraucht habe, was ich angedüftelt habe, was ich abgefackelt habe, was ich gewummert hatte, ne? Also ein ganz klassisches Aufgebraucht und angedüftelt. Ich weiß, dass sich da ganz viele von euch immer am meisten drauf freuen. Ich guck's aber auch immer gerne, ne? Ist immer interessant. So, meine Lieben, ich würde mal sagen, ich versuche, mich kurz zu fassen, ne? Denn ihr wisst, es ist ein bisschen was. Also, das ist meine Box. Ihr seht, die ist gut gefüllt und dann liegt hier aber auch noch ganz viel random Kram daneben, der mir dezent rausgefallen ist, als ich hier alles aus meinem wunderschönen Kerzenschrank rausgeholt habe. Ich hatte es ja, glaube ich, schon in meinem letzten Aufgebraucht erwähnt. Ne? Wer sich wirklich dafür interessiert, was bei mir jeden Tag so unter den Warmer wandert, also welche Kerzen ich wirklich immer so düftle. Hier zeige ich euch nur die wirklich inflationär oft drunter stehen durften. Ne? Das sind so die Top 5, sind es 5? Sind sogar 5, na meine Güte. Die Top-Kerzen, die Top 5, die den Monat über so düften, durften. Wen es interessiert, was ich jeden Tag so drunter habe, schaut bei mir auf Instagram vorbei. Da mache ich euch immer am Sonntag so ein, wie habe ich es genannt? Weekly Candle Recap. Da seht ihr nochmal, was alles so runter durfte. Da kriegt ihr die genauen Infos, weil sonst würde das hier einfach den Rahmen sprengen. Ne? Ihr wisst ja auch schon, dass ich hier nur die Sachen zeige an Duftwachs, die ich wirklich aufgebraucht habe. Ne? Ich habe hier auch noch so ein paar angebrochene Clamshells rumfliegen, gerade auch Scentsy Bars, wo ich mal einmal von gedüftet habe, aber das zeige ich euch jetzt hier mal nicht. Ne? Aber ich denke, das werdet ihr schon mitbekommen haben, nur noch mal als kleiner Disclaimer vorab. Kerzen sind auch leer gegangen, 3 Stück an der Zahl, da bin ich natürlich wieder sehr, sehr stolz auf mich, denn, ihr wisst ja, langsam nähern wir uns dem Ende des Sommers. Ne? Wir rutschen so langsam in den September, in den wundervollen Spätsommer, den ich auch sehr liebe. Aber natürlich habe ich jetzt auch die Gelegenheit genutzt und ein paar Sommerdüfte leer gemacht. Abgefackelt, damit, ihr seht es, ich habe es eben schon erwähnt, mein wunderschönes Kerzenregal, damit mir ein bisschen Platz ist. Ne? Denn die Herbstdüfte kommen, Mama hat fleißig bestellt. Oh mein Gott, ich darf es gar nicht so laut sagen, ne? Na, ihr werdet es ja bald sehen, ne? Jedenfalls, die Herbstdüfte kommen, die Herbstkerzen kommen und ich brauche Platz, denn ihr wisst, expandieren ist nicht nur dieses Regal oder dieser Schrank. Ansonsten habe ich ein Problem, ne? Von daher habe ich auch ein bisschen was abgefackelt. So, jetzt habe ich aber doch wieder sehr viel gequatscht. Ich würde sagen, ich sortiere hier mein Geraffel und Gedöne. Ihr holt euch noch einen schnellen Kaffee oder ich weiß, dass ihr super ungeduldig seid und schon die ersten, Pumpkin Spiced Latte, was auch immer, Kaffee, Milch, Tee, ich weiß es nicht, trinkt. Ich bin da gar nicht so addicted. Also ich habe auch nicht diesen fancy Sirup, den ihr alle habt, ne? Obwohl ich bin ja schon so ein bisschen angefixt bin ich schon, aber eigentlich bin ich da gar nicht so scharf drauf, ne? Vielleicht mal so ein Pumpkin Spiced Latte bei Starbucks oder so. Aber da bin ich gar nicht so scharf drauf. Aber wir gucken mal, wie bin ich hier drauf gekommen? Ach ja, welches Getränk ihr euch holen sollt. Also ihr könnt euch so was Fancyes holen oder so wie in meinem Fall, es wäre ein Kaffee, ne? Ein Kaffee oder ein Tee oder ich trinke ganz profan das Wasser. Ist auch nicht schlecht, ne? So, ich trinke mal ein Schlückchen, sortiere hier und dann sehen wir uns gleich in gewohnter alter Frische und ja, ihr kennt's, ne? Da bin ich wieder. Ich habe hier alles ordentlich sortiert. Ich habe nämlich wirklich hier so eine kleine Ordnung. Wir haben hier so einen kleinen Fahrplan für uns gemacht, dass wir uns hier so durchwurschteln können. Und ich würde sagen, ihr wisst es ja, ne? Ich bin Gewohnheitsmädchen. Auf Arbeit geht Mama auch immer auf die gleiche Toilette. Ich mag das irgendwie. Ich weiß auch nicht. Auch so mit Restaurants, ne? Wenn ich weiß, da schmeckt es mir gut, da ist alles schicki,
Never touch a running system, ne? Also von daher fangen wir wieder mit meinem Sensi-Turm an. Es ist diesmal nicht so viel Sensi geworden. Das meiste habe ich, glaube ich, sogar in meinem Schlafzimmer gedüftelt. Denn ihr wisst ja, ich habe es ja schon, ich habe schon das Öfteren erwähnt. Ne? Warte mal, das gehört ja auch noch dazu. Ich habe das schon des Öfteren erwähnt. Ich habe so ein bisschen, na, Struggle würde ich es jetzt nicht nennen mit Sensi. Aber die Performance lässt so ein bisschen zu wünschen übrig. Ne? Das hatte ich ja schon immer öfter angesprochen. Ich habe jetzt auch meine Duftlampe ausgetauscht. Also meine Sensi-Lampen. Aber das kommt alles in meinem Wie-Düftel-ich-richtig-Video. Ich bin dran, Leute. Ich bin dran. Nur ihr habt so viele Fragen mir gestellt, dass ich erstmal gucken muss, wie ich das irgendwie alles in ein Video quetsche und das irgendwie gut hinbekomme. Aber es kommt. Es kommt ganz sicher. Da gehen wir alles auf diese ganzen Themen nochmal ganz in Ruhe drauf ein. Jedenfalls, ich habe so ein bisschen Raffel mit der Intensität von Sensi. Im Wohnzimmer nehme ich die einfach so schwierig wahr. Gerade so diese neuen Düfte, diese LEs. Und ich bin da so ein bisschen abgekommen, die im Wohnzimmer zu düfteln. Sondern ich düfte Sensi wirklich jetzt sehr gerne im Schlafzimmer. Da kommen die Düfte irgendwie netter raus bei mir. Das war aber dann so angenehm durch den Raum. Da habe ich 2 bis 3 Tage Freude dran. Ein paar Düfte waren natürlich auch hier im Wohnzimmer, ne? Und ein paar konnte ich auch richtig nice wahrnehmen. Aber nur, falls euch fragen solltet, ist aber wenig Sensi, ne? Haben wir sonst anders? Ja, stimmt. Aber dafür haben wir ein paar andere Sachen gedüftet, ne? Also wir legen los. Im Schlafzimmer, ganz classy, fangen wir auch gleich mal an. Wartet mal. Habe ich aufgebraucht den Vitamin R, den Relax. Das war ja aus dieser All Is Well Collection. Ihr erinnert euch, die war irgendwann letztes Jahr. Und das hier war mein Favorite, ne? Das war mein absoluter Favorite. Der lag auch mal im Club. Dann ging er, glaube ich, aber war in meiner Schatztruhe oder irgendwas. Jedenfalls habe ich jetzt ein paar Bars, ich glaube 2, 3 auf Vorrat. Damit komme ich erstmal aus. Denn er geht so in die Richtung. Er geht in die Richtung, ne? Ist nicht absolut gleich, aber er geht in die Richtung von Autumn Romance von Goose Creek, Perfect Day von Goose Creek. Auch Graduation, nur ein bisschen, also hat auch diese Ledernote, dieses Raue. Aber der ist noch ein bisschen süßer, zuckriger, so ein bisschen wie die Baby It's Cold Outside von Country. Nur nicht ganz so cremig. Also das ist so diese ganze Kuschelriegel, ihr kennt es schon. Ich habe es euch ja schon mal öfter erzählt. Und der ist schön. Der hat so, wie gesagt, so eine weiche Ledernote, sowas Kuscheliges, sowas Kaschmirmäßig, sowas Parfümiges, so was leicht Holziges, vielleicht auch Sandelholz. Und dann, ja, sowas Zuckriges. Ne? Der hat noch so eine zuckrige Unternote und der ist so cozy und behaglich. Und im Schlafzimmer 2 Bröckchen rein, 3 Tage Duftvergnügen. Der ist wirklich schön, den mag ich da sehr gerne. An kühleren Tagen, wo wir auch ein paar hatten jetzt im August, durfte der zum Einsatz kommen. Und ja, jetzt ist das Bar aufgebraucht. Und wie gesagt, ich habe ja noch ein bisschen Vorrat. Ne? Der oder der Graduation, einer von beiden, liegt immer in meinem Nachtkästchen, weil die, wie gesagt, beide so in die gleiche Richtung gehen. Ein sehr, sehr schöner Duft, wenn ihr da mal rankommen solltet. Wie gesagt, der ist ja nicht mehr im Standardsortiment. Schaut euch den mal an, wenn ihr sowas mögt. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Und Performance ist auch gut. Dann hatte ich hier den World Traveler. Und in meinem Sortieren war ich so ein bisschen, als ich den gesehen habe, war ich so ein bisschen irritiert. Dachte ich so, World Traveler? Was ist das? Ne? Das sagt die ja so wie ja nichts. Aber jetzt, wo ich dran schnuppere, weiß ich es wieder. Das war, den habe ich in Tauschpakete gelegt. Ich weiß, oder bei wem hatte ich denn das gehört? War das bei der lieben Michelle? Ich weiß es gar nicht mehr, ob es jetzt bei ihr war. Irgendeine andere Duft-Tuberin, Tuber meinte, der ist so schön und so ein angenehmer, weicher, maskuliner Duft. Und ihr wisst es vielleicht, ich bin mit maskulinen Düften schwierig. Äußerst schwierig bei mir. Ich mag den Grey, den finde ich wirklich traumhaft schön. Ne? Und auch aus der neuen Sensi Herbst Kollektion gibt es ja so 1, 2 Holzdüfte, die mich doch schon irgendwie anfixen. Wenn ihr das Video noch nicht kennt, schaut unbedingt vorbei. Ne? Jedenfalls, ich versuche es ja immer wieder, denn wir sind ja offen für neue Duftrichtungen und wir wollen ja unseren Horizont erweitern. Und ich dachte mir, vielleicht ist das ein maskuliner Duft von Sensi, hier auch in meine Nase geht. Also hatte ich mir den irgendwann mal, lange Rede, gar nicht so viel Sinn, ne, mal mitbestellt und habe dran geschnuppert und dachte mir, nee, ist halt maskulin, ne, ist nicht so meins. Und jetzt habe ich ihn mal in Tauschpakete gelegt und in meine Vertauschenbox, ne, wo ich dann immer so rausgreife. Ja, das ist ein maskuliner Duft, der hat was Frisches, was leicht Zitriges, aber auch so eine, der hat schon so eine cremige, weiche, gefällige Unternote und ich könnte mir auch vorstellen, dass man mit dem schon klarkommen kann.
selbst wenn man jetzt nicht so absolut auf maskuline Düfte steht, sondern so ein bisschen was Weicheres, Parfümigeres mag, aber... Der World Traveler war einfach... Nein. Dann Flower Child. Der war mal in den Bring Back My Bars dabei. Ich hatte mir, irgendwie hatte ich zwei von dem, keine Ahnung, hatte ich mir mal geholt. Zweimal, keine Ahnung woher. Und Leute, das ist ein traumschöner, parfümiger, weicher, femininer, leicht pudriger und floraler Duft. Der hat sowas, der hat auch so diese saubere, unaufgeregte Cherry Blossom Note, die ich so sehr liebe. Es ist wirklich ein traumhaft, traumhaft schöner floraler Duft. Wunderschön. Nur leider nicht sehr intensiv. Überhaupt nicht. Ich hatte hier ihn im Wohnzimmer an, das weiß ich noch. Ich glaube, ich habe euch dazu auch mal vor langer Zeit einen Post geschrieben und war traurig. War traurig, dass ich den nicht wahrgenommen habe. So ein bisschen wie der Pink Tulips. Schön, aber wenn man sie anmacht, nimmt man sie nicht wahr. Ich hatte, wie gesagt, noch das zweite Bar. Und ich dachte mir, komm, probierst du jetzt einfach mal im Schlafzimmer. Das Bar muss ja auch alle werden. Bringt ja auch nichts, wenn es hier ewig bei dir rumliegt. Und Leute, im Schlafzimmer... War der so schön. Da kam er traumhaft schön raus. Er war einfach nur... Es war wundervoll, ne? Immer wenn ich ins Schlafzimmer gelaufen bin, war der dieser weiche, pudrige, feminine, florale Blütentraum. Das war jetzt ein bisschen redundant, aber ist egal. Es war wundervoll, ne? Er kam so schön raus. Er waberte unaufgeregt und trotzdem so... Einfach so ein richtig schöner Raumduft. Als hätte ich meine Bettwäsche mit so einem richtig tollen Wäscheparfum eingeduftet. Der ist toll. Der hat auch noch so eine süße, zuckrig nicht, aber so eine sehr, passt schon Fruchtsüße so ein bisschen. Ach, der ist toll. Der ist wunderschön. Wie gesagt, habt ihr kleine Räume, könntet ihr gut mit dem klarkommen. Für größere war es leider nichts. Ein sehr schöner Duft, wie gesagt, leider nicht so ein guter Performer. Den muss man zu nehmen wissen, dann ist er sehr schön. Aber ist ja beeindruckend. Ich muss mal ins Grundzieher. Und schaffen wir bei der Box. So, jetzt können wir weitermachen. Dann mal wieder zeige ich euch, glaube ich, jedes aufgebraucht. Aber ich liebe diesen Duft. Er liegt im Club. Der einzigste Disney-Duft, der in meinem Club liegt. Und zwar der Cinderella. Happily Ever After. Den gab es ja jetzt auch regulär zu holen. Also wenn ihr euch den jetzt nicht in den Club gepackt habt, Leute, dann muss ich jetzt sagen, wie es ist, seid ihr selbst schuld. Ne? Da habt ihr ein Träumchen verpasst, weil der ist, ja, der ist wundervoll. Wie gesagt, er liegt in meinem Club. Er liegt da schon über ein Jahr drin. Keine Ahnung. Und er ist wunderschön. Ich liebe ihn im Schlafzimmer. Das ist mein Go-To-Duft fürs Schlafzimmer. Immer wenn ich nicht genau weiß, kommt der da rein, weil der einfach so, so schön ist. Ich glaube, ich habe noch zwei Bars und liegen beide mehr am Nachtkästchen. Das ist der immer gleich, ne? Immer rin in die Lampe. Weil der ist so schön. Der hat was von frischer Wäsche, aber nicht so Waschpulver, sondern einfach so dieses Gefühl, er vermittelt so dieses Gefühl, als hättet ihr im Bett frisch bezogen, alles schön sauber gemacht, geduscht, frischer Schlafanzug an und dann schlüpft ihr so rein und habt so dieses, oh, ihr kennt dieses Gefühl, ne? Es ist das schönste Gefühl. Und so diesen frischen Wäschemoment hat er, der ist überhaupt nicht stechend oder beißend oder harsch, sondern einfach nur ganz weich und floral, da ist Vergissmeinnicht drin, da ist so ein bisschen was Zitrisches, was glaube ich so diesen sauberen Kick-off gibt, dieser frische Luftcharakter und auch der ist. Er ist schön, er ist wunderschön. Ein femininer, floraler Traum. Große Liebe. Ja, ich zeige ihn euch jedes Mal. Ihr könnt es wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Aber der ist halt gut, ne? Deswegen zeige ich ihn euch auch hier jedes Mal im Aufgebraucht. Dann ist jetzt leer gegangen der Star Apple and Freesia aus der Island Days Collection vom letzten Jahr. Ihr kennt ja mein Trauma, was ich mit dieser Kollektion habe. Also wenn ihr das noch nicht wisst, dann erzähle ich es mal ganz kurz. Ne? Für diejenigen, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind. Also, diese sie holt jetzt aus, ne? Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Diese Kollektion, ne? Hatte vier Düfte. Den Star Apple and Freesia, dann Jasmine and Driftwood, dann Salted Bergamot Breeze und den Sunshine and Ten Lines. Und die kam irgendwann Ende August letzten Jahres raus, Anfang September, keine Ahnung. Jedenfalls kamen die noch irgendwann zu mir, da war der Sommer aber schon so ein bisschen vorbei. Und ich habe die dann nicht mehr so wirklich gedüftet, weil ihr wisst, wie es ist. Wenn der Sommer vorbei ist, freuen wir uns auch alle auf unsere Herbstdüfte und habe natürlich schon mal so ein bisschen... Sortimentsumstellung hier bei mir gemacht, an meinen verschiedenen Düfte-Places in der Wohnung.
und habe so ein bisschen verpennt, den zu düfteln. Und habe ihn dann gedüftelt und habe gemerkt, oh mein Gott, die Kollektion ist ein Traum, ne? Eigentlich ist jeder Duft da schön. Aber mein absoluter Liebling, der kommt jetzt hier auch gleich noch, weil ich kann ihn euch gleich mal mitzeigen, ist der Sunshine and Shinelines. Und diesen Duft habe ich nicht im Club. So, jetzt machen wir es mal kurz und Schluss. Den habe ich nicht in den Club gepackt und der ist, den gibt es nicht mehr. Den gibt es nicht mehr. Ich habe jetzt noch 1,5 Bar, habe ich glaube ich noch hier. Und es ist mein Schatz, ne? Es ist mein großer Schatz und den horte ich, weil ja, wenn weg, dann weg. Der war mir wohl irgendwie in den Montags angeboten. Keine Ahnung, da gucke ich nie rein. Es ist mir einfach zu viel. Da ist ein Angebot und hier ist was. Und hier nochmal und da komme ich nicht durcheinander. Beim Flash Sale bin ich dabei, aber ansonsten ist mir das zu viel. Jedenfalls wollte ich jetzt erzählen, ja, da war er dabei und wurde wo rausgeschleudert, habe ich aber verpasst. Hat mir keiner von euch Bescheid gesagt, ne? Ist wieder so eine Sache, ihr seid schuld. Und ja, jetzt komme ich da nicht mehr dran, ne? Weil ich weiß nicht, ob er jemals nochmal wiederkommt. Er ist wundervoll, auch der Star Apple in Frisia ist wundervoll. So, jetzt reden wir mal über diesen Duft, meine Güte. Der ist sehr, sehr fruchtig, ja, was Abpfleges, aber auch so sehr wässrig, fruchtig, süß, erfrischend. Ja, ein richtig, richtig schöner, fruchtiger Duft. Ich bin ja sonst nicht so Frau Fruchtig, ne? Wegen meinem Problem schon mit. Aber der hat noch so eine wässrige, vielleicht auch so eine ganz leicht, naja, salzige Wässrigkeit nicht. Aber er lässt irgendwie so an Strand und Cocktails denken. Och, ist so schön. Er ist ein toller Performer. Ich hatte ihn jetzt in der Küche an und och, ich mochte ihn sehr, sehr gerne. Und ja, bin traurig. Die Kollektion ist weg. Ich habe sie nicht im Club. Und naja, wie dem auch sei, ne? So, jetzt habt ihr mein Drama nochmal gehört. Ich hatte es, glaube ich, schon öfter mal erzählt. Aber jetzt habe ich sowieso mal mein Leid geklagt. Kann man gar nicht oft genug. So, dann ist mal wieder leer gegangen. Ein Sparkling Magnolia. Auch den zeige ich euch sehr oft. Einer meiner absoluten Lieblingsdüfte bei Scentsy. Der ist aus der Muttertagskollektion letzten Jahres. Ich weiß gar nicht, was war denn dieses Jahr? Ich habe die gar nicht so richtig mitgemacht. Irgendwas, war das der Pinkberry Fluff oder der Spoon of Sugar Violet? Keine Ahnung. Irgendwas ist an mir vorbeigerauscht. Letztes Jahr kam der mit dem Whipped Vanilla raus und halt der Sparkling Magnolia. Oh, der ist so gut. Der ist so gut. Ich habe noch ein paar Bars, der war mal im Flash Sale, habe ich mir geschnappt, sonst würde er auch im Club liegen. Und ich habe auch die Pots. Ein Traum. Ich liebe diesen Duft im Auto. Er ist so schön. Und ist einfach ein sehr wässriger Body. Na, ihr kennt bestimmt von The Body Shop diese Body Joghurts. Ne? Da gibt es auch Mango und, keine Ahnung, Rose gibt es glaube ich auch und verschiedene Sorten, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus. Jedenfalls riecht das so wie dieser Bodyjoghurt. Das ist so eine ganz wässrige, leichte, gelartige Konsistenz. Und dann hat er aber diese wässrigen Blüten und vielleicht auch ein bisschen, der hat auch sowas, ich weiß nicht, sowas Gurkiges oder Meloniges, irgendwie noch sowas ganz, so ein Hint auf was Grünes und dann mit diesen Blüten und dieser erfrischenden Wässrigkeit, der ist einfach, ich finde den toll. Der ist auch eher was für kleinere Räume, wie gesagt, auch so ein Schlafzimmerduft für mich. Der ist toll. Der riecht einfach schön, sauber, frisch geputzt, gelüftet, keine Ahnung, einfach, der riecht einfach schön. Der riecht gepflegt und Sparkling Magnolia. Kann man machen. Und dann habe ich noch aus auch ein Bring Back My Bar, den Tea Leaf and Rose. Den habe ich jetzt mal schweren Herzens aufgebraucht. Der ist ja auch schon so ein bisschen ausgelaufen. Der hat ordentlich geschwitzt, weil Scentsy Bars vertragen ja immer die Hitze nicht so gut. Ach, und es ist ein schöner Rosenduft. Das ist wirklich ein schöner Rosenduft. Es ist schon hau drauf auf die 12, ne? Der ist schon, der schreit Hallöchen, ne? Der ist auch wieder so ein Duft, der will gerochen werden. Also es ist schon für fortgeschrittenere Rosenmädchen, würde ich mal sagen. Weil die Rose ist sehr präsent. Richtig fette, rote Rose. Passt schon so ein bisschen schwer und ne? Und dann sind da noch so Teeblätter, schwarze Teeblätter, keine Ahnung, irgend sowas. Und die geben aber wieder so eine gewisse herbe Frische mit dazu. Und diese Melange aus Teeblättern und Rose,
Ja. Ist schön. Das ist ein Powerhouse, Leute. Zwei Brocken reichen aus und mein ganzes Wohnzimmer duftet hier. Kann man machen. Ich hatte ihn auch im Schlafzimmer. Kommt da auch traumhaft schön raus. Ein wirklich toller Duft. Leider, ich weiß gar nicht, ist der wieder gewotet worden? Ihr wisst, bei Bring Back My Bars bin ich nicht die Ansprechpartnerin. Weiß ich gar nicht genau. Aber wenn ihr mal irgendwie an den Rand kommt oder der mal wiederkommen sollte, Tea Leaf and Rose. Der ist toll. Wenn ihr intensive Haut drauf Rosendüfte mögt, ist der euer Go-To. So, Scentsy-Pröbchen habe ich. Was ist Scentsy-Pröbchen? Scentsy-Tütchen? Waren keine Proben, waren normale Brocken drin. Mein Gott, jetzt hat es. Warte, das muss ich erstmal kurz überlegen. Den Sunshine, den Tanlines, von dem hatte ich euch ja schon berichtet. Ne? Das ist ein wunderschöner Bananen. Ja, Banane, ihr hört ganz richtig. Sie mag einen Bananenduft. Bananen-Kokos-Sonnenmilch-Orangenblüte-Duft. Ne? Ich kann ja, was soll ich noch, der riecht einfach nach Sommer, nach Strand, nach Urlaub. Ihr liegt in dem heißen Sand, habt euch gerade mit so einer Sonnenmilch eingecremt, trinkt einen Cocktail und schaut auf das glitzernde blaue Meer und wisst, die nächsten zwei Wochen nach mir die Sintflut. Ne? So riecht der, der ist einfach schön und ist ein toller Performer. Ich liebe den. Großes Duftkino. Liegt doch leider nicht in meinem Club. So, dann hatte ich hier von Scentsy den Atlantic Sea Air. Und ich weiß, dass ganz viele von euch den nicht mögen. Und schockiert waren, dass der zurückgekommen ist bei den Bring Back My Bars. Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Ich halte ihn im Badezimmer an. Und das ist halt ein wirklich sehr frische Luftduft. Sehr mineralisch, sehr blau. Nicht wässrig, sondern er hat so eine leicht mineralische, sprudelnde Note. Frisch, oder ich mag ja auch den Ocean Air von Yankee Candle so gerne, ne? Der geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Oder auch den Mineral Oasis von Scentsy. Also der ist noch einen Tacken schöner als der Ocean Air, aber ich fand den Ocean Air, Atlantic Air. Mein Gott. Und der hat auch noch so eine ganz leicht salzige Unternote. Mag ich. Also ja, von dem hätte ich mir ein paar besorgen können, als der damals rauskommt. Habe ich aber nicht, ne? Ich hatte ja nur den Camu Camu. Und ich hatte den Sweet Plum Pastry. Yes, natürlich, den Platinum Club. Ne? So viel kann ich schon mal sagen. Den werdet ihr in meinem nächsten 3-Monats-Club auf alle Fälle wiedersehen. Aber der ist einfach nur gut. Ja, Atlantic Sea Air. Also ist das richtig? Nee, Atlantic Air, meine Güte. Ist, ja, finde ich gut. Ich finde den gar nicht so schlecht, wie alle immer sagen. Dann von Scentsy hatte ich diesen Friends Duft, den Kaffee Duft. Wie sich alle darüber aufregen. Ich kann euch verstehen. Also erstmal, ihr wisst es vielleicht schon, wann hatte ich denn das erzählt? In meinem Scentsy-Video hatte ich das erzählt. Ich finde den gar nicht so schlecht. Ne? Ich finde den ganz gut und ich hatte es auch schon in meiner Story berichtet. Ich mag den. Der hat, wie soll ich, es ist für mich jetzt auch kein purer Kaffeeduft. Und wäre ich mit der Prämisse rangegangen, ich kriege jetzt hier den frisch aufgebrühten Kaffee. Ne? Ich laufe hier zu Starbucks rein und da riecht es aber nach Kaffee. Dann wäre ich wahrscheinlich auch sehr enttäuscht gewesen. Aber da ich von vorab von euch so viel negatives Feedback gehört habe, waren meine Erwartungen sehr low. Und dann habe ich an ihm geschnuppert und dachte mir so, so schlecht ist er nicht, ne? Also es ist, ja, er hat schon so eine leicht herbe Kaffeenote. Ich würde vielleicht eher so Mokka-Note sagen. Kokosnuss ist auf alle Fälle da. Der ist so ein, ja, so ein Mokka-Kaffee mit Eiswürfeln, so ein bisschen verwässert, mit ordentlich viel Kokosnuss-Kondensmilch, so ein bisschen süßer, dickiger, sämiger. Und dann hat er am Warm für mich noch so eine wabernde, parfümige Unternote. Ja, ich fand ihn okay. Ich hatte ihn in der Küche an, der hat auch ganz gut performt. Kann man machen, ne? Ich weiß ja nicht, ob ich mir für 10 Euro nochmal einen Bar holen würde, weil es ist ja natürlich wieder ein lizenzierter Duft. Ist klar, dass der Kaffeeduft wieder lizenziert ist, ne? Braucht man nicht mehr zu sagen. Wissen wir alle Bescheid, ne? Von daher, ja, glaube ich eher nein. Glaube ich eher nicht, dass er nochmal einziehen wird, wenn er nochmal in irgendeinem Päckchen mit drin sein sollte. Irgendeinem Tausch oder so, werde ich mich freuen, ihn sehr gerne dürfte, denn ich mag ihn. Ich brauche ihn aber auch nicht in rauen Mengen. Bescheid brauche ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Ich blende euch ja ein, ne?
Dann habe ich hier von Sensi den Pistachio Ice Cream in meiner Lampe gehabt. Ein schöner Duft. Ich hatte es, glaube ich, schon mal euch erzählt. Ne? Ich mag den sehr gerne. Ein richtig schön cremiger, süßer, nussiger Pistazien-Eisduft. Ihr riecht diese Pistazie wirklich raus, diese sämige, leicht grüne Pistaziennote. Und dann habt ihr aber auch so eine richtig dekadente, schlotzige Vanille-Eis-Creme-Note. Der ist schön, der hält nur nicht lange. Halber Tag, dann ist er puff weg. Und da würde ich immer als Alternative eher den von Country Candle nehmen. Weil der einfach besser abliefert. Ne? Da kriegt ihr eine Kerze und habt eine Weile Freude dran. Hier nach einem halben Tag ist der leider weg. Ein schöner Duft, aber performt doch gut den halben Tag über. Der ist auch wirklich schön da, aber dann ist er weg. Und dann hatte ich hier noch den Pink Leather von Sensi. Das war ja Scent of the Month von August. Ja, der hatte sich erst ganz cool angehört. War das der? Da war irgendwie Leder drin und Erdbeere und keine Ahnung, schieß mich tot. Ich habe keine Ahnung, was da noch da gelistet war. Und ich finde auch, wenn ich so kalt an ihm rieche und so der erste Moment in der Duftlampe, ist der schön. Der hat ja so ein cozy, so ein bisschen in die Richtung von Cashmere und Corduroy, so leichte, raue Wildlederanklänge, so ein bisschen was Zuckriges, ein bisschen was Beeriges. So ja, das ist wunderschön und dann kommt da aber, und ich kann diese Note nicht ausblenden, für mich eine maskuline Rasierschaumnote durch. Ich laufe immer durch mein Wohnzimmer und dachte so, irgendwie steht hier der Mann hinter mir. Irgendwas ist hier nicht so, wie ich es gerne hätte. Ne? Ich fühlte mich verfolgt. Verfolgt von Rasierschaum, und das Gefühl will ich nicht haben. Ne? Also irgendwie, wenn diese Note nicht wäre, dieser Hint of, dieser Sparkle auf Maskulin, der da drin ist, dann wäre der Traum schön. Aber ist leider so, der ist da drin. Und wenn ich die Wahl habe zwischen Pink Leather und Cashmere und Corduroy, der ja wiederkommt mit dem neuen Katalog, ne? Ich habe auch noch ein bisschen Make-up hier, dann würde ich immer den Cashmere und Corduroy nehmen, weil da einfach diese Wildledernote, dieses weiche Kaschmir, kuschelig, vanillige, oh, behagliche, cozy Feeling einfach perfekt ist. Der ist ein super Performer. Würde ich mich immer für den entscheiden als für den Pink Leather. Oh. Haben wir uns genug über Sensi unterhalten? Kommen wir mal zu Country Candle. Und da habe ich gar nicht so viel gedüftelt, weil meine Sommerdüfte sind alle von Country und Kringle. Ne? Ich habe die schon irgendwie alle gedüftelt. Na gut, wie dem auch sei. Und die Herbstdüfte kommen jetzt, ne? Aber die kommen ganz bald, habe ich gehört. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn dieses Video online kommt, aber die kommen ganz bald. Jedenfalls, Kringle Candle, der Tea Time. Ich mag den Duft. Ich weiß gar nicht, ist das schon das zweite Ding, was ich leer mache? Könnte sein. Ich mag den gerne. Der ist für mich jetzt aber kein Sommerduft. Das hatte ich euch ja schon mal erzählt. Ne? Das ist halt ein richtig schöner, herber, schwarzer Tee. Richtig stark aufgebrüht mit ordentlich Zitrone drin, ein bisschen Zucker drin. So riecht der für mich. Ja, ich mag den gerne, und wenn der warm wird, wird der noch schöner, als wenn man so kalt an ihm schnuppert. Der verteilt sich schön im Raum, der liefert gut ab. Ich finde ihn okay. Wie gesagt, er ist für mich ein bisschen in der falschen Jahreszeit rausgekommen. Deswegen, glaube ich, kam er auch nicht so gut an. Das war so sein Schicksal. Aber wenn ihr euch den aufgehoben habt und jetzt so im Spätsommer, Frühherbst, so in dem Übergang so, ne, für die ersten crispy cold mornings, so den düftelt, ich glaube, dann kommt der richtig gut, der Tea Time von Kringle. Ist ein schöner Teeduft. So. Und dann hatte ich noch von Country den Strawberry Watermelon in meiner Lampe. Ich bin ja Wassermelonenmädchen. Ne? Ich liebe Wassermelone im Sommer und dachte mir, probieren wir mal den aus. Eigentlich wollte ich den Walter-Stegen Watermelon Pops düfteln, holen, aber den gab es da nicht in dem Shop, wo ich bestellt habe. Und ja, jetzt habe ich ihn immer noch nicht. Naja, vielleicht nächsten Sommer. Und kalt dominiert für mich die Wassermelone. Die ist süß, die ist zuckrig, die ist künstlich, die schreit Hallöchen, die ist da. Und ich wunderte mich schon, dachte mir so, Strawberry Watermelon. Warum nicht nur Watermelon? Von der Strawberry rieche ich da nicht so viele, ne? Die Erdbeer hat sich nicht sehen lassen. Und dann habe ich den warm gemacht. Hallöchen, hat sie geschrien, die Erdbeere, ne? Die war da. Also im Warmen würde ich sagen, 70% Erdbeere, 30% Wassermelone. Und mit Erdbeere und ich,
Es ist okay, ne? Es gehen so ein paar Erdbeerdüfte, finde ich, in Ordnung. Mit denen komme ich gut klar. Ich habe sogar richtige Lieblings-Erdbeerdüfte mittlerweile. Ich bin auch ganz erschrocken über mich selbst, ne? Braucht das nicht zu sagen. Aber der hatte so eine cremige, Erdbeernote. Und dann so ein bisschen noch künstlich mit dabei. Also ich glaube, für richtige Süßschnuten, ne? Die so richtig diese süßen, fruchtigen und auch so diese Saltwater Taffy und diese ganzen richtigen quietschesüßen Düfte mögen, ne? Da sind viele von euch da draußen, die brauchen gar nicht so zu tun, ich weiß es. Für die wäre der perfekt, ne? Weil der so richtig, der schreit auch Hallöchen. Ich hatte dann ich halbiere mir die immer, halbes Daylight in meiner Lampe und der hat gut abgeliefert im Teelicht. Kann man nichts sagen, ne? Strawberry Watermelon. So, dann hatte ich Goose Creek in meiner Lampe und zwar einmal den Beach Kiss. Der Beach Kiss ist, glaube ich, schon 2-3 Jahre alt. Ich habe jetzt auch gar kein richtiges Label vor Augen. Eher schon. Aber der war irgendwie schön. Der war so fruchtig und cremig und der hat irgendwie einfach, der hat Sommer geschrieben. Der war so richtig sommerlich und fröhlich und hat gute Laune gemacht, hat auch richtig gut abgeliefert in der elektrischen Teelampe. Der war gut. Den fand ich hübsch. Ich bräuchte jetzt kein großes Glas, ne? Ich bräuchte den nicht in rauen Mengen, aber ich würde den wieder düfteln. Beach Kiss war schön. Dann hatte ich den Honeysuckle and Green Apple. Da hatte ich euch ja, glaube ich, schon beim ersten Anschnuppern gesagt, dass ich hier nicht so genau weiß. Und auch in meinem Post hatte ich es geschrieben. Leider nein, leider gar nicht. Ne? Der hat so eine Reinigernote für mich. Der riecht für mich nach Putzmittel, nach so einem Apfelputzmittel oder nach so einem Raumerfrischer auf der Toilette. Ich kann mich nicht entscheiden, weil der Apfel sehr künstlich so artificial rüberkommt und ein bisschen stechend und das Grüne. Und dann ist er aber noch so, der versucht es mit so einer gewissen Süße zu retten. Macht's nicht besser, ne? Verschlimmbessert, ne? Verschlimmbessert. Honeysuckle and Green Apple. Wir werden keine Freunde. Wir werden... Zwischen uns passt das einfach. Da stimmt die Chemie nicht, ne? Und dann hatte ich Lavender Vanilla anscheinend in meiner Lampe. Ich kann mich daran null erinnern. Ich weiß, ich hatte ihn mal irgendwie in die Küche gelegt und anscheinend habe ich ihn auch gedüftelt. Aber wir alle wissen, wie Lavender Vanilla riecht, ne? Nach Lavendel und Vanille. Der ist einfach schön. Der ist toll. Der riecht nach Lavendel und cremiger Vanille, süß, lavendelig, gemütlich, relaxing, wundervoll. Und ich finde jetzt, er schlagt mich nicht tot. Ich finde den schon, der ist auch... Also alle feiern den nur von Kringle so sehr. Ich habe da noch so ein kleines Wachsmelt. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt mal als Gelett gab. Keine Ahnung. So ein kleines Wachsmelt hier und ich habe mal so dran geschnuppert. Ich finde, die sind relativ ähnlich. Ja, steinigt mich jetzt nicht, aber ich finde schon, dass die sehr ähnlich sind. Also ich finde, man muss dem nicht so doll... Also das Label ist wunderschön, ne? Und würde ich rankommen, würde ich mir wahrscheinlich auch holen. Aber ich finde, da hat man hier schon einen adäquaten Ansatz. Da braucht man sich nicht verrückt machen, ne? Ach, der Lavender Vanilla geht immer. Wenn man nicht mal genau weiß, dann der halt, ne? Ich muss euch gestehen, ich habe nichts mehr von dem Duft. Das Clamshell ist alle und ich musste schweren Herzens meine Kerze weitergeben. Nee, Quatsch, war ein Geschenk, aber jetzt habe ich es halt nicht mehr. Ne? Jetzt wohnt der Duft nicht mehr hier bei mir. Und ja, ich bin gerade ohne ihn. Mal gucken. Vielleicht, wenn ich mal irgendwie günstig wieder rankomme, wenn es hell ist oder so, wird der bestimmt wieder einziehen. Weil ja, das ist so ein No-Brainer. Ne? Der geht immer. Und auch wenn man Besuch hat, Lavender, Vanilla und die Bude riecht einfach gut. Ne? So, dann hatte ich in meiner Lampe von Yankee Candle den Dreamy Summer Nights. Vielleicht habt ihr es in meiner Story mitbekommen. Ich bin echt addicted. Ne? Ich finde das Label so, so schön. Ein richtig schöner, parfümiger, leicht mystischer Vanilleduft. Mit so ganz leicht holzigen und so einer Erinnerung, einer Ahnung von was Maskulin. Aber nur ganz, ganz, ganz dezent. Diese parfümige... Lavendel nicht, Lavendel hatten wir eben. Vanille, mein Gott, steht im Vordergrund. Label ist ein Traum, Leute. Oh Gott, diese Kerze mit dem alten, breiten Yankee Candle. Label im Housewarmer-Format. Yankee Candle.
Warum tut ihr mir das an? Ich muss es schon wieder sagen, ne? Warum habt ihr meine Hausmama aus dem Sortiment? Meine breiten Labels. Guckt euch doch, ist das nicht, das ist doch wundervoll. Ich versuche mal noch in euch ein altes Glas einzublenden, damit ihr deine volle Schönheit erkennen könnt. Obwohl, ich glaube, den gibt es gar nicht neu, ne? Der ist ja rausgegangen. An die Kerze kommt man nicht mehr so gut ran und ich habe jetzt echt gemischtes Feedback gehört. Ja, der ist intensiv. Nein, den rieche ich überhaupt nicht. Ich bin mir unschlüssig. Ich muss sagen, das Melt war eher auf der schwacheren Seite angesiedelt. Ich habe ihn wahrgenommen, er war schön, aber er hätte mehr knallen können, eben weil er so wundervoll ist. Ne? Das ist ja immer das Elend mit so schönen Düften, die können ja eigentlich gar nicht intensiv genug sein. Ne? Die können, aber leider. Naja, wie dem auch sei, dann hatte ich hier noch von Yankee Candle den Delicious Guava in meiner Lampe. Und ja, das war ein Fruchtduft, der war auch ein bisschen spezieller. Ich fand den ganz nett, der war so sehr... sehr fruchtig, aber der hatte auch so eine gewisse herbe Note dabei, fast als würde auch ein bisschen Grapefruit so mitschwingen. Der hat auch so was Herbes, was Spritziges, sehr, sehr fresh so. Ich fand den ganz schön, aber ich bräuchte davon jetzt kein Glas, ne? Von Delicious Guave. Dann hatte ich von Woodbridge den Crystal Waters in meiner Lampe. Ja. Also in der elektrischen Duftlampe habe ich ihn gar nicht wahrgenommen. Dann habe ich ihn ins Teelicht gemacht im Badezimmer und ja, da kam er besser raus. Es ist aber einfach ein leicht stechender, frischer Wäscheduft. Wir lassen es einfach mal so stehen, ne? Ja, so riecht der, ne? Frischer Wäsche. Der riecht nach Waschpulver, Crystal Waters, braucht man nicht unbedingt, ne? Kann man machen, muss man aber nicht. Label ist aber schön. Und dann hatte ich hier von Chestnut Hill Cotton Blossom. Der war schön. Das war so ein frischer Wäscheduft, aber der hatte so eine gewisse florale Note, die noch mit... was mit? So eine gewisse florale Note, die da mitsprang. Und der war auch ein bisschen cremig und hatte auch so ganz leicht eine süße Fruchtigkeit mit dabei für meine Nase. Der schwang noch so was Süßes irgendwie mit. Aber diese cremige Beinote, die das, den frische Wäsche, Baumwoll, Blüten Aspekt so ein bisschen runtergemacht hat, war sehr schön. Mochte ich. Cotton Blossom, er war jetzt kein super Performer, aber Chestnut Hill ist ja für meine Nase eh immer eher auf der schwächeren Seite. Ne? Da sind ja nur so ein paar, die gut abliefern, die meisten für meine Nase schwierig. Ne? Eher schwierig. Dann hatte ich ein paar Düfte von der lieben Manuela in meiner Lampe. Von Geschenketrends 24. Mein Rabattcode, Leute, wenn ich bestellt hatte, selber schuld. Jetzt ist er vorbei, ne? Jetzt müsst ihr doch vorbeischauen. Das ist halt selber schuld, ne? Ich zeige euch jetzt nämlich ein paar Düfte. Da könnte man so auch werden. Besonders der eine, der ist so wunderschön. Und die habe ich innerhalb von ein paar Tagen leer gemacht, weil ich ihn so wunderschön finde. Und jetzt habe ich nichts mehr und ich bin arg traurig. Und zwar White Driftwood and Coconut von Milk House Candle. Ja, der ist, ihr werdet jetzt denken, Driftwood? Coconut? Klingt gar nicht so nach dir. Ist auch wirklich so. Ich hatte Angst, als ich den bekommen habe und dachte mir so, Driftwood? Driftwood ist holzig, Driftwood ist maskulin, Driftwood ist nicht so meins. Ne? Und Kokosnuss, ich habe so an den Crazy Coconut von Sandy gedacht. Ist auch nicht so meins, ne? Ist schwierig. Sind zwei Aspekte, die können gehen, sind aber eher... Oh, der duftet schon so mehr hoch. Sind aber eher schwierig. Aber der hier, der ist einfach the best of both worlds. So muss man es schon sagen. Kann ich jetzt gar nicht, ne? So ist es. Ihr habt so diese cremige Kokosnuss. Diese süße Cremigkeit, ich habe es jetzt nochmal gesagt, und dann aber auch diesen Salzwassermoment, dieses Frische, dieses, was nochmal so diesen, Kokosnuss ist ja auch sommerlich, aber was auch irgendwie so diesen Meercharakter so widerspiegelt. Und in der Lampe ist der einfach so schön und so angenehm und der ist wirklich ein toller Performer. Ich hatte den in der elektrischen Teelampe und ich hatte ihn auch hier im Wohnzimmer im Teelicht. Er liefert ab. Auf den kann man sich verlassen. Der ist so schön. Null maskulin. 0,0. Da sagt kein Mann Hallöchen. Da seid ihr ganz für euch. Das ist, ja. Der ist einfach... Den kann man machen, ne? White Driftwood and Coconut...
wird wahrscheinlich nächsten Sommer hier wieder bei mir einziehen, weil er ist einfach, der ist gut, ne? Der ist schön. Dann hatte ich hier von Classic Farmhouse Kennels Wild Berries. Ja, das war so ein Beerenduft. Der war, der sah, wie soll ich das euch das beschreiben? Der sah genauso aus, wie er gerochen hat. Ihr kennt doch bestimmt von Haribo, sind die von Haribo? Keine Ahnung. Diese kleinen Weingummis, die sollen so Himbeeren darstellen und Brombeeren, so diese kleinen quietschigen Beeren. Kennt ihr bestimmt, ne? Haben wir alle schon gegessen. Und genau so, wie die geschmeckt haben, hat das gerochen. Ein süßer Beerenduft, so ein bisschen künstlich. Einige ein bisschen süßer, dann auch wieder so eine leicht herbe Note mit dabei. Wie diese Beerentüte von Haribo, so hat der gerochen. Original. Der war okay, ihr wisst, ich bin nicht das größte Bärenmädchen. Ich hatte ihn in der Küche an, er war in Ordnung für mich. Nur diese Ähnlichkeit hat mich irgendwie verblüfft, weil auch diese Teile, diese kleinen Bären, genauso aussahen wie aus der Haribo-Tüte, fand ich irgendwie witzig, ne? Dann habe ich ein bisschen was von Melts and More leer gemacht. Die Firma macht ja hauptsächlich Parfum-Dupes und Lush-Dupes und Bath & Body Works-Dupes, ne? Also wenn ihr da mal... Wenn euch da was interessiert, schaut bei Merz & More, da werdet ihr fündig. Und zwar hatte ich einmal Opulence in meiner Lampe. Ach, hey, Opulence, wartet mal. Oh ja, das war ein schöner Parfumduft. Oh, ich sehe gerade, mein Akku ist gleich alle, meine Lieben. Wir machen ja eine kleine Pause, ne? Wir ruhen uns kurz aus, ich trinke ein Schlückchen. Ihr holt euch einen neuen Kaffee und dann geht es hier gleich weiter. So, meine Lieben, da will ich wieder. Ich bin absolut raus, weil ich habe gerade noch telefoniert. Aber wir kriegen es hin. So, Opulence. Wir waren bei der Opulence bei Melts and More. So, wartet mal kurz. Das ist irgendwie ein richtig interessanter Duft. Und der kommt auch genau so wie hier am Clamshell. Riecht raus. Der hat so was Pudriges. So was Prickelndes, so ein bisschen sehr parfümig. Ich würde ihn noch nicht mal unbedingt feminin einstufen, auch Unisex. Ich kann mir ihn auch richtig gut an einem richtig heißen Typen vorstellen. Deswegen mag ich ihn wahrscheinlich auch so gerne. Der ist wirklich... Der hat so diesen Unisex-Charakter, diesen Stich ins Ungewisse. Und ich kann ihn euch gar nicht gut beschreiben. Wirklich gar nicht gut. Der hat auch so was sehr Sauberes, fast schon clean. Scharf ist so viel gesagt, aber so ein scharfen Moment. Mag ich sehr gerne. Mag ich sehr gerne. Könnte auch, keine Ahnung, irgendwie so ein Lush-Dupe, irgendwie eine Brause, Badekugel, irgendwie sowas. Der hat sowas. Ich mag den Opulence. Habe ich gefeiert in meiner, wo mache ich den jetzt hin? In meiner Duftlampe, ich muss mich erstmal wieder kurz orientieren. War auch super wahrzunehmen. Watermelon Margarita. Der war so ein bisschen nichtssagend. Ich mag ja Wassermelone gerne, aber der verlor sich so ein bisschen. Der war nicht so, der hat nicht so geknallt, der war nicht so richtig. Ja, so ein bisschen Wassermelone, aber auch so ein bisschen zu fruchtig irgendwie so für mich, weiß nicht. Ja, der hat auch wieder so einen leicht cremigen Unterton gehabt. Das ist so, was ich nicht so gerne mache, war ja auch schon bei dem Strawberry Watermelon so. Der hat mich nicht so gecatcht. Den Opulence, ja, den hat es mir doch mal gefallen, ne? Aber Watermelon Margarita... Nee, der war nicht so meins. Und Scandalous. Ich glaube, der war auch schön. Ich glaube, das war auch ein schöner Parfumduft. Oh ja, der hatte ja für mich irgendwie so ganz leichte La Vie Belle Vibes. Es ist nicht original, aber so ein bisschen, vielleicht das Eau de Toilette, so ein bisschen leichter, aber auch sehr floral, sehr feminin, süß, gefällig. Vielleicht auch so ein bisschen was Pfingstrosiges, irgendwie so in die Richtung. Den mochte ich. Der war schön. Ich mag feminine Parfumdüfte. Der hat auch gut abgeliefert. Scandalous. Kann man machen, ne? Oh mein Gott, ich krümel hier vor mich hin. So, passt schon nichts mehr in meine Box. Und dann hatte ich von Bath & Body Works den Bubbly Rose. Ja. Der war, glaube ich, okay. Der hat mich aber nicht umgerissen. Ich glaube, der war mir ein bisschen zu sprudelig. Ja, der war so sprudelig, sehr sektig. Der war mir ein bisschen zu... So ein bisschen säuerlich, so ein bisschen zu drüber. Der war mir zu... Ich mag ja so Sektdüfte und sowas. Bin ich nie so der Fan von. Das ist mir zu... Ja, zu sprudelig, zu viel, zu drüber irgendwie. Ich weiß auch nicht.
Dann hatte ich Eisflower in meiner Lampe und zwar einmal so eine Custom, die hatte die liebe Caro mir mal geschickt. Und zwar Black Tea, Zuckermilch, Hauch, Lemon and Lavender Shortbread. Der war schön. Das war ein richtig schöner schwarzer Teeduft mit einer zitronigen Unternote, ein bisschen was Süßes, Bakery-mäßiges mit dabei. Okay, wir haben es offen. Ja, das war eine richtig schöne Kombi. Auch diese leichte Foodie-Note im Hintergrund habe ich in der Küche gedüftelt, habe ich sehr genossen, waren zwei Brocken noch drin. War toll. Tolle Mischung. Jetzt hat mir das Wort gefehlt. Ich habe mal Kombi gesagt, aber Kombi geht auch, ne? Mischung oder Kombi ist eigentlich das Gleiche, ne? Dann hatte ich noch von Iceflower Orange Vanille Milkshake. Und der war mir, glaube ich, nichts. Nee, die Orangennote, die hatte sowas, die hatte sowas, die hatte schon ein bisschen was von Reiniger für mich, von so einem Orangenreiniger, den fand ich nicht schön. Milchshake habe ich nicht wahrgenommen, sondern wirklich nur so ein stechender Orangenreiniger, der war leider nicht meins. Und der war auch sehr intensiv. Ja, Eisflower ist eigentlich immer gut dabei. Der hat mir nicht gut gefallen. Welchen ich hingegen klasse fand, war der Dreamland. Der Dreamland von Eisflower, der war wundervoll. Oh, der ist parfümig. Der ist auch so ein bisschen scharper, so. Der hat so eine, ich kann ihn nicht gut beschreiben. So eine scharfe Parfümigkeit. Bisschen was Florales, aber doch irgendwie auch so fluffy. Ja, ich weiß nicht. Dreamland muss man gerochen haben. Ich kann ihn nicht gut beschreiben. Der ist schwierig zu greifen. Den mochte ich aber sehr gerne und der verteilte sich auch wunderschön hier im Wohnzimmer. Den fand ich klasse. Dann hatte ich Monoi Coco von Bubbles and Candles. Hatte ich euch auch mal in meiner Story gezeigt. Den mochte ich auch. Das war so ein richtig schöner, floraler Kokostraum. Sommer, Sonne, Strand. Der war wunderschön. Der hat im Bad gedüftelt. Super abgeliefert. Dann hatte ich hier von meiner lieben Burschen einmal den botanischen Garten. Der war, Leute, der war grün und der war nochmal grün. Grün auf die 12, wie der Name schon vermuten lässt. Der war grün, herb, so ein bisschen bitter, sehr frisch. Also als würdet ihr richtig so eine fleischige Aloe Vera Pflanze so aufbrechen und hättet so diese grüne Freshness, ne? So hat der gerochen. Sehr intensiv. Dann hatte ich von Burschen Cookies and Cream. Das war für mich jetzt nicht so ein typischer Cookies and Cream, sondern es war für mich ein Oreo-Cookie. Der hatte eine eindeutige Schokonote mit drin und da kannst du sagen, was du willst. Das war für mich so ein Oreo-Cookie. Fand ich auch sehr schön, hatte ich in der Küche an. Und Pink Lavender, an den kann ich mich nicht mehr erinnern. Der war, glaube ich, auch in der Küche an, oder? Hier riecht es auch nicht mehr am Tütchen, an den kann ich mich nicht erinnern. Weiß ich nicht mehr. Kann ich nicht zu sagen, keine Erinnerung dran. War wahrscheinlich am Anfang des Monats soweit, dass ich den gedüftelt habe, Leute. So ein Monat ist lang. So, dann hatte ich noch von Römer Creation von der lieben Melanie den Pulloverwetter in der Lampe. Und Leute, hatte ich den nicht schon mal? Ist das ein Dupe zum, steht hier was? Nee. Ist das ein Dupe zum, Soft Blanket? Ich fand, das ist ein Dupe zum Soft Blanket. Ja, der riecht für mich so. Ein schöner, weicher, warmer, kuscheliger, frische Wäscheduft, ein bisschen parfümig, ein bisschen Kaschmir. Den fand ich schön. Soft Blanket liebe ich auch. Den Duft habe ich auch, die Kerze. Der war toll. Raspberry Tulips von der Wachsmacherei. Der war nicht so meins. Hatte ich euch auch in meiner Story schon erzählt, glaube ich. Das war so ein grüner. So ein grüner, herber, leicht fruchtiger Tulpenduft. Der hat mir nicht so gut gefallen. Sakura and Almond Blossom, den fand ich sehr, sehr schön. Obwohl ich sagen muss, Sakura, die Kirschblüte, kam nicht so für mich raus. Eher diese mandelige, saubere Mandelmilchnote. Das war jetzt ein bisschen redundant, aber ist egal. Der hatte auch wieder was sehr Sauberes, was sehr Cleanes. Hart an der Grenze, aber er war noch schön. Nicht umsonst habe ich das Klemmchen alle gemacht. Und der Sugar Tea, ich hatte ihn erst hier im Wohnzimmer an, da war er nicht so meins. In der Küche kam er besser für mich. Eindeutig besser. Es ist ein süßer,
Süßer, zuckriger Tee, wie der Name schon vermuten lässt, mit so ein bisschen floralen Anklängen, würde ich vermuten. Bin mir aber nicht sicher. Aber irgendwas schwingt da noch so mit im Hintergrund, der ihn so ein bisschen uniker macht. Mochte ich auch sehr gerne. Und dann hatte ich von Claudi von Soul Fragrance by Duftmädchen eine Custom Order. Das war eigentlich gar keine Custom. Ich habe mir einfach den Duft von ihr gießen lassen. Den Meditation, weil ich so viel Positives von dem gehört habe. Und den hatte ich im Badezimmer an. Leute, den fand ich wundervoll. Der war so sehr cremig, vielleicht auch ein bisschen krautig, aber auch so weich und pudrig und airy und fluffy. Und oh, der war schön. Der Meditation, den fand ich schön. Den fand ich einfach nur schön. Der war klasse. Ich habe das Täfelchen ruckzuck im Badezimmer aufgebraucht, weil ja, der hat mich sehr glücklich gemacht, ne? So, meine lieben Freunde der Duftlampe. Ich habe mir gerade ein bisschen sortiert und ein bisschen aufgeräumt, ne? Ich hab's immer gerne ordentlich. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe noch drei Düfte vergessen. Die sind mir vorhin so ein bisschen dahinter gekullert, ne? Also wir haben jetzt, wir müssen noch mal, wir können noch nicht zu den Kerzen übergehen. Die aber kommen gleich, ne? Die aber kommen gleich. Die kommen aber gleich. Also ich habe sie schon hier gleich. Gleich kommen wir zu den spannenden Dingen. Aber ich habe jetzt hier doch noch mal drei Düfte vor euch, sorry. Die sind mir abhanden gekommen. Einmal hier von Butchin, die Apfelblüte. Und es wäre wirklich sehr, sehr schade, wenn wir nicht über Butchins Apfelblüte sprechen würden. Denn Butchins Apfelblüte ist ein Traum. Der riecht original wie die grünen Granini-Apfelbonbons. Oh, ich hatte den im Badezimmer an, Leute. Der war so intensiv. Der war so wundervoll. Ich habe mich immer gefreut, wie ich den König, wenn ich da rein bin. Weil das ist für mich super Kindheitserinnerung. Ne? Ich habe diese Bonbons früher geliebt und so lange gelutscht, bis oben der Gaumen so offen war. Ne? Kennt ihr das? Kennt ihr bestimmt. Weil ich habe diese Apfelbonbons geliebt und dann dieser flüssige Kern innen drin. Und original so richtig Apfelblüte. Leider nett, ne? Dann hatte ich den Grapefruit Ginger von Country Candle in meiner Lampe in der Küche. Der war mir zu zitrisch. Ihr wisst es vielleicht, ich bin nicht das größte zitrische Mädchen, was es so gibt. Und der war mir, da die Grapefruit, die ist also wirklich eine authentische, saure, herbe, bittere Grapefruit-Note. Country und Kringle hat es ja immer drauf mit der Authentizität. Und dann war da auch noch so ein bisschen so eine Schärfe vom Ingwer. Der hat mich, der war zu viel für mich, ne? Das ist wirklich nur für die Citrus-Fans unter euch. Grapefruit und Ginger, wenn ihr es so richtig knackesauer haben wollt, da zieht es alle zusammen, ne? Beim Grapefruit Ginger. Ich finde das Label irgendwie auch total schön. Ne? Naja. Und, ach Leute, wenn ich euch den nicht gezeigt hätte, das wäre wirklich äußerst traurig und betrüblich gewesen, weil es ist eine neu entdeckte Liebe. Der ist so wundervoll. Ich hatte den in einem kleinen Ü-Paket von der lieben Kathi. Und ich dachte erst so, Cotton Vanilla Breeze, ach ja, den kennst du. Da hast du ja schon mal einen Eindochter leer gemacht im Schlafzimmer. Hatte den Duft, ja, ganz oft an damals und habe ja, wie gesagt, auch den Eindochter aufgewarmert. Das war ja schon was heißen. Und dann hatte ich ihn aber irgendwie auch wieder verdrängt, ne? Denn, wie gesagt, ich habe ja ein bisschen was hier. Und dann habe ich an den geschnuppert und dachte so, ach komm, ne? Ich hatte Betten frisch bezogen, großen Hausputz gemacht, ne? Schlafzimmer tippitoppi, alle chic, frische Bettwäsche drauf, hatte ich es erzählt, ja. Und dann habe ich mir diesen Duft reingemacht und Leute, ich war in Love, ne? Ich konnte mich gar nicht mehr einkriegen, so sehr habe ich diesen Duft gefeiert, ne? Immer wieder rein ins Schlafzimmer und dachte mir so, meine Güte, riecht das gut hier bei mir, ne? Das ist ja nicht zu fassen. Habe euch auch gleich eine Story dazu gemacht und euch voll getextet, weil der ist schön. Also ihr habt auf alle Fälle frische Wäsche. Das darf man nicht denken, ne? Frische Wäsche, Baumwollblüte, sehr sauber, sehr clean. Und dann habt ihr aber, er hatte diesen Hint auf, er will so rüber rutschen in diese scharfe Note, ne, was wir nicht so mögen. Und dann kommt aber die Vanille, diese süße, wie so ein Vanillejoghurt, der hat so einen leichten säuerlichen Touch auch. So diese säuerliche, süße, weiche Vanillenote und holt ihn aber wieder zurück und macht ihn traumschön. Oh, ich sag es euch. Ich muss mich über diesen Duft freuen, weil er ist wundervoll. Er ist so wundervoll. Ich habe jetzt, ne, Buddha bei den Fische unter uns Klosterschwestern. Ich habe natürlich auch bei Goose Creek jetzt die neuen Herbstdüfte bestellt. Nee, ich konnte mich nicht beherrschen. Ich konnte nicht bis Mitte September warten, bis alle Düfte da sind. Ich habe jetzt schon bestellt und das, sobald meine Bestellung da ist, zeige ich euch und wir quatschen drüber.
Und da musste auch der Cotton Vanilla Breeze als Mel zumindest mal einziehen. Erstens lüfte ich im Schlafzimmer jetzt momentan ausschließlich Mels. Und es ist für mich ein traumschöner Schlafzimmerduft. Einfach diese... Das lässt einfach an geputzt und frische Wäsche denken und frische Bettwäsche und cozy. Habe ich mir die Mels nochmal geholt. Und wenn die Kerze der drei Tochter irgendwann im Sale ist, ich hoffe ja so auf den Black Friday, meine Liebe, oder Black Week, Black Month oder keine Ahnung, wie das schon Kuse kriegt, macht da mal mit, ne? Und dann setzt ihr den mal so auf 13 Euro runter und dann hoffe ich mir den. Wehe! Ihr kauft mir den hier weg. Gibt es aber Ärger, ne? Obwohl, ich habe schon geschaut, es gibt den ja, glaube ich, als normal, also mit dem Label. Es gibt den als, wie heißt denn der? Den gibt es auch in der Farmhouse Collection. Ich glaube, da heißt der auch Cotton oder Blow, Wind Blown oder so. Keine Ahnung, müsst ihr mal gucken. Und dann gibt es den auch noch mit dem wunderhübschen neuen Label. Es gibt also drei Variationen. Wir haben, glaube ich, genug. Ne? Also dann können wir dann alle zuschlagen. Oh mein Gott, der ist so traumschön. Ne? Und wie gesagt, es gibt Mels. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, schnuppert ihn mal an. Er ist. Ich habe auch echt viele Nachrichten von euch bekommen, die gesagt haben, mein Gott, ja, den liebe ich auch. Und ja, der einzigste frische Wäscheduft. Also, der ist schön. Diese Vanillenote, die da drin ist, killt mich wirklich. Die ist so schön. Also, ja, Cotton Vanilla Breeze. So, hier, last but not least. Fast wäre er mir weggerutscht. Das wäre wirklich äußerst betrüblich gewesen. So, wir kommen zu den Kerzen. Jetzt endlich, ne, haben wir's. Zu meinen aufgedüftelten Kerzen, und zwar in der Reihenfolge. Als erstes ist bei mir der gegangen von Bath & Body Works Watermelon and Wild Mint. Eigentlich hatte ich nicht vor, sie abzufackeln, aber dann saß ich hier abends so und dachte, da fehlt so ein Lichtnehmer im Fernseher. Ne? Das ist so, sieht so schön aus, mein Arrangement. Ich gucke dahin, weil es da steht. Und da brauche ich eine Kerze. Da brauche ich eine schöne Kerze, die brennt. Und dann dachte ich mir, ja, ich will aber einen Sommerduft. Ne? Welchen Sommerduft nehmen wir denn jetzt? Und dann ist es der Watermelon and Wild Mint geworden. Also der ist super abgebrannt, kann man, glaube ich, auch sehen. Ne? Klar, unten hat sich jetzt ein bisschen das Wachs verfärbt, hat aber dem Duft an sich keinen Abbruch getan. Also muss ich wirklich sagen, ihr seht hier schon kein Ruß, kein Nix. Ich musste keine Dochte kürzen. Runtergebrannt, war intensiv im Raum wahrzunehmen, aber bei Bath & Body Works muss man sich da auch keine Gedanken machen. Und der war schön. Das war wirklich Wassermelone, aber nicht so eine künstliche Wassermelone, sondern eher so die Wassermelone hin zum Grünen mit frischer, wässriger Minze. War eine nette Kombination, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, den kann man, dürfte, wie gesagt, ist super abgebrannt. War schön. War sehr, sehr schön. Und dann hatte ich noch den hier. Den hatte ich eine Weile unterm Warmer und habe auch ein paar Sachen vertauscht, die so abgezogen, weil einige da so Interesse dran hatten. Waikiki Beach kam letztes Jahr im Sommer raus bei Goose Creek. Viele finden, dass der wie der Waikiki Beach Coconut riecht, andere sagen nein. Ich kenne den Waikiki Beach Coconut nicht, kann ich nicht so sagen, ich wollte es noch weitergeben. Und der hat irgendwas, was mich stört. Der hat irgendeine Note, die mich triggert und die ich nervig finde. Also unter Warmer auch schon. Da ist Pineapple, Mango und Jasmine drin. Also Ananas, Jasmin und Mango. Mag ich eigentlich alles. Ich bin ja auch Ananas-Mädchen, ne? Die finde ich auch, ja, Mango, Jasmin. Aber das ist irgendwie so die Kombi, die geht mir irgendwie auf den Keks. Irgendwann hat der eine Unternote, die mich stresst. Und wo ich denke, brauche ich nicht unbedingt. Der ist ganz okay. Ich habe ihn ja dann auch abgebrannt und der ist auch wieder super, also gerußt hat die nicht, obwohl sie draußen stand. Also 1A, bei dem Drei-Tochter konnte ich nicht meckern, super abgebrannt. Klar, hier irgendwann, wenn sie unten sind, Leute, da verfärbt sich jede Kerze, ne? Da müssen wir Butter bei den Fischen, ne? Ist halt eine Kerze, da wird halt verbrannt und da ist halt auch Ruß. So funktioniert das Prinzip. Also wenn man das alles nicht will, muss man warmern, ne? Ansonsten, wenn man brennt, ja klar, das wollte kein Rußschweinchen sein, aber ein bisschen ist dabei, ne? Schwund ist überall, jedenfalls war die super intensiv. Ich habe sie gerochen, wenn ich draußen saß, auch beim Yoga machen, wenn ich die Fenster auf hatte und sie brannte da. Super wahrzunehmen, kann man machen. Schöner Duft, aber wie gesagt, hat mich jetzt nicht umgerissen. Und dann habe ich noch leer gemacht, meine Fresh Pick Dandelions. Die hatte ich ja euch auch, ist meine zweite, die jetzt leer ist.
Ich hatte sie euch in meinem Favoritenvideo aus dem im Frühling gezeigt und auch letztes Jahr ganz oft. Und ich hatte sie mir, weil ich sie aufgewarmert hatte, ja nachgekauft. War absolut verliebt und wusste, okay, im Frühling kommt sie wieder unter den Warmer. Ich habe sie dann auch runtergestellt und dachte irgendwie so, oh nö, mir ist doch nicht danach. Okay, wieder zurückgestellt, weil ich wusste, er ist große Liebe, ne? Dann irgendwann mal wieder drunter gestellt und dachte so, was ist denn da los? Die ist ja so intensiv, die nimmt mir ja die Luft zum Atmen, ne? Das war bei der anderen nicht so. Und ich weiß auch nicht, auch als ich sie gebrannt habe, war die so intensiv. Also irgendwas müssen die an der Charge geändert haben. Entweder hatte ich davor eine, die ein bisschen dezenter beduftet war und angenehmer. Die war viel angenehmer, aber die war so intensiv. Also so ein krasser, intensiver, ja, dieser frische Luft, aber auch diese Zitrik, die dabei ist, dieses ozonische, dieses herbflorale, oh, der hat mir echt die Schuhe ausgezogen. Und dann habe ich sie abgefackelt, da ging es natürlich besser. Auch die ist, dafür, dass sie draußen abgebrannt ist, ja, können wir nicht meckern, oder? Ist in Ordnung. Also, ja, lief. Brannte die super runter, hat die Duft abgegeben, wie verrückt. Und ja, jetzt ist sie weg. Weil, wie gesagt, unter dem Warmer war mir die zu heftig. Also könnt ihr mir mal sagen, wie ihr die Performance hier einschätzt. Aber mein Glas davor war entspannter. War wesentlich entspannt. So, das sind meine drei Kerzen, die leer gegangen sind. Jetzt widmen wir uns mal kurz den Kerzen. Und zwar hatte ich da unter dem Warmer in der Küche als erstes ganz oft meine Warm and Welcome an. Die hatte ich an, als es so ein bisschen grauer und trister war. Und da hatte ich Lust auf dieses wunderschöne Schätzchen. Aus, ihr seht, die ist hier schon ein bisschen abgegossen. Ich musste sie jetzt auch ein ganzes Stück abgießen und ich musste auch rausfinden, nehme ich die noch wahr. Weil im Wohnzimmer nehme ich sie nicht gut wahr, gar nicht gut. Und in der Küche hatte ich die Hoffnung, weil die ein bisschen kleiner ist, okay, vielleicht kommen wir da besser klar. War auch so, ich habe sie besser wahrgenommen. Ich musste aber ganz schön abgießen und sie muss relativ tief auch poolen. Dann nehme ich sie aber schön wahr. Der hat einfach diesen cozy Mocker-Moment, so ein bisschen Kaschmir, so ein bisschen Vanille, so ein bisschen crispy, Sharpie. Warm and Welcome ist Pflicht, Leute. Also wer den noch nicht kennt, der ist selber schuld. Und vielleicht wisst ihr es schon, ich habe mir jetzt auch noch den Dreidochter geholt, hier eben fürs Wohnzimmer, weil den Hauswarmer nämlich da nicht war. Ich hoffe, er performt besser. Wir werden es sehen. Jedenfalls ist die jetzt für die Küche, dann nehme ich sie gut wahr. Ich liebe diesen Duft. Er ist einfach so cozy, ne? Er ist der Inbegriff der Kuscheligkeit und der ist einfach bei kalten Temperaturen. Macht er gute Laune und ist wunder, 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 wunderschön. Wie gesagt, er durfte oft in der Küche düfteln. Und in der Küche durfte auch noch düfteln, habe ich nämlich genau das gleiche Experiment gemacht wie mit dem Warm and Welcome, weil ich die Kerze im Wohnzimmer nicht wahrnehme. Die Golden Autumn. Letztes Jahr rausgekommen, Herbstkollektion von Yankee Candle. Wunderschöner Duft, also wirklich. Das ist so eine ganz frische, leicht herbe, florale Note mit so einem Ambersonnen-Moment. Der ist auch total warm und parfümig und ohne Gewürze, sondern einfach nur so. Der schreit Spätsommer. Der ist so warm und wunderschön und trotzdem hat er diese herbflorale Note. Golden Autumn ist ein Traum. Musste ich auch ganz schön abgießen und auch tief poolen lassen, aber dann habe ich ihn in der Küche wahrgenommen und war sehr, sehr glücklich. Also der ist jetzt keine Duftbombe, aber wenn er sich raustraut, das ist wunderschön, das ist wirklich schön. Ich überlege auch, ob ich mir hier noch ein paar Melts mache, dass ich ihn auch mal hier im Wohnzimmer vielleicht in der Teelichtlampe dann düfteln kann. Vielleicht kommt er dann besser draus. Weil ich hätte ihn auch gerne im Wohnzimmer, ne? Aber hier nehme ich das Glas einfach nicht wahr. Traurig, ne? Very, very traurig, finde ich auch. Und dann hatte ich unter meiner Beacon hier im Wohnzimmer die Ocean Air von Yankee Candle. Ich hatte ja mir Hubala. Ich hatte mir hier diesen kleinen Tumbler geholt, weil ich den Duft so, so schön finde. Und ja, er riecht einfach nach frischer Luft, wenn ihr am Meer steht. Er hat so was Ozonisches, er hat was leicht Florales, aber so was Herbflorales, eher so ein bisschen wie Maiglöckchen. Das kommt auch eher im Warm raus. Im Warm wird er noch ein bisschen weicher, runder, gefälliger, fast schon lieblich. Jetzt, wenn man so im Kalten dran riecht, ist er schon ein bisschen scharper, aber das verfliegt, wenn er warm wird. Und er ist einfach so leicht und unbeschwert. Und gerade an so warmen Sommermorgen, wenn ihr so aufsteht und denkt so, oh, heute drückt der Planet. Und dann macht ihr den an und oh, habe ich geliebt. Ne? Habe ich morgens sehr gerne unter meiner Beacon gehabt. Und auch die Performance in dem Kleinglas ist top.
Dann habe ich mir gegönnt, einen von den neuen Sommerdüften, Special LA Düften, man weiß bei Goose ja nie so genau, und zwar den Watermelon Cupcakes. Watermelon Cupcakes ist ein Traum, der kommt unterm Warmer so schön raus. Es ist künstliche, süße, zuckrige Wassermelone, wie der Pink Watermelon von Bath & Body Works, gemischt mit einer schlotzigen, süßen, cremigen, dekadenten Vanillenote. Vanillekuchen. Und die beiden Komponenten kommen im Warmen einfach nur traumschön raus. Ich liebe diesen Duft, der ist wunderschön. Immer wenn ich den anhabe, habe ich gute Laune und freue mich einfach, weil es so yummy, aber nicht so schwer yummy, sondern so sommerlich yummy bei mir riecht. Der ist schön. Und als letzten, meine Lieben, wir sind gleich durch. Ich kann auch nicht mehr, ne? Ich habe jetzt genug geschnattert. Und zwar der Gingham Gorgeous von Bath & Body Works. Also Leute, die Kerze ist einfach mal super kitschig, ne? Ich liebe dieses kitschige, übertriebene Label. Und das ist ein Erdbeerduft, den ich wunderschön finde. Da ist Erdbeere drin, Pfingstrose und Pfirsichnektar. Ja, für mich riecht das einfach nach einem Erdbeerrosenduft. Sehr girly, sehr feminin, sehr süß, sehr drüber, künstlich. Aber es ist so eine schöne Erdbeere, so eine fröhliche Erdbeere, nicht so cremig und sondern einfach so, oh, so schön. Der erinnert mich auch an den Summer Moonlight von Scentsy. Der ist schön. Wenn der auch unter der Beacon ist, der macht einfach so gute Laune und ist so fröhlich und ja, Gingham Gorgeous. Finde ich ganz, ganz klasse, ne? So, meine Lieben, wir sind durch. Wir haben es geschafft, meine Güte. Da war es aber auch wieder eine Menge, oder? Was meint ihr? Also, ja, ist schon einiges leer gegangen. Auch an Kerzen einiges angedüftelt, einiges hier bei mir. Ich finde die Worte, ich kann nicht mehr. Sagt mir immer gerne, was ihr so gefeiert habt diesen Monat, ne? Was bei euch vielleicht leer gegangen ist, ob ihr eins von meinen Schätzen auch liebt oder gar nicht mögt. Was ihr zu meinem Vanilla Cotton Breeze sagt, wo ich ihn hier gerade sehe. Wie ihr die Performance vom Golden Autumn einschätzt, könnt ihr mir auch gerne mal sagen. Und ob ihr euch vielleicht eine von den Cupcake-Kerzen von Goose geleistet habt und mir vielleicht noch eine empfehlen könnt, die man haben muss, die besonders schön ist. Ne? Nicht die Erdbeere. Die Erdbeere mag ich nicht. Da habe ich schon eruiert, dass die nichts für mich ist. Von diversen Beschreibungen. M-m. Aber ne, lasst mich mal wissen, was ihr von der Kollektion haltet. So, meine Lieben, ich habe genug geplaudert. Ich kann nicht mehr. Mama braucht ein Päuschen, ne? Also, passt auf euch auf. Bleibt gesund. Lasst es entspannter gehen. Lasst euch nicht stressen. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüssi.